Hallöchen, herzlich willkommen bei diesem Video. Es ist ein Freestyle-Video, also ich habe mir keine Notizen gemacht und auch keine großen Überlegungen vorher. Aber ich habe einfach eine Thematik bei mir beobachtet und ich glaube, viele andere Menschen, die auf dem Weg sind, haben die auch. Und deswegen wollte ich einfach mal das ansprechen und so ein bisschen live quasi darüber nachdenken. Und zwar geht es darum, dass wir ja viele Menschen bestimmten Wunsch haben, uns zu verändern, uns zu entwickeln und Methoden an die Hand bekommen, die uns dabei helfen. Ja, sei es jetzt Meditation, sei es irgendwelche Körperübungen oder ja, alles, was die Gesundheit betrifft, die Ernährung und also so körperliche Gesundheit, geistige Gesundheit, seelische Gesundheit. Ne? Und ich kam neulich halt an den Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe da so viele Regeln, dass mich das erdrückt, dass ich das nicht mehr schaffe, mich an all diese Regeln zu halten. So, ne? Oder all diese guten Erfahrungen, die ich auch gemacht habe, ne? Wo ich so, okay, bis 12 Uhr mache ich Trockenfasten, bis 4 Uhr auf jeden Fall Rohkost und dann auf jeden Fall vegan und keine verarbeiteten Lebensmittel. Und also so, das habe ich so bei der Ernährung. Und beim Thema Sport, da denke ich so, oh ja, dann musst du mal wieder joggen gehen und die Übung musst du jeden Tag machen und dann noch meditieren und dann noch ein paar Übungen von Thich Nhat Hanh und wenn ich all das, was ich so gelernt habe und cool finde, irgendwie machen würde, dann würde ich den ganzen Tag nichts anderes machen, außer sozusagen eigene Pflege. Ich habe beobachtet, gerade bei diesen Ernährungsgeschichten, klar, ich habe irgendwann mal gemerkt, dass mir das gut tut, wenn ich morgens nichts esse und trinke. Ich habe irgendwann mal gemerkt, dass mir die vegane, rohköstliche Ernährung gut tut. Und daraus ist dann so eine Regel entstanden oder so ein Wunsch, das beizubehalten. Aber ich merke einfach, dass ich da nicht mehr auf mein Gefühl höre, dass ich das automatisch mache, dass sich da Automatismen eingeschlichen haben. Und ich versuche gerade, ich bin da noch am Anfang, weil diese Regeln, die ich mir da selber gesetzt habe, sind so schon sehr festgefahren, da wirklich wieder eine Flexibilität reinzukriegen und darauf zu hören. Und das ist ja eigentlich das, wo ich hinkommen möchte, in jedem Moment darauf zu lauschen, was brauche ich jetzt gerade? Was ist jetzt gerade dran? Brauche ich die Übung? Muss ich joggen gehen? Spazieren gehen? Grüner Saft? Will ich Käse essen? Oder möchte ich jetzt die Regel irgendwie mal brechen, weil ich einfach in Gesellschaft bin und es mir da schwerfällt, mich an die und die Regeln zu halten oder die Verführung ist so groß oder was auch immer. Also ich möchte es mir leicht machen und ich möchte... Ich möchte es mir leicht machen und ich möchte auf mein Gefühl hören und ich möchte weich mit mir sein. Ja. Ich beobachte, dass ich, wenn ich zu viele Regeln sich anhäufen und dann stimmt da aber gerade was nicht mit, so weil ich irgendwie eine andere Phase habe oder ja, wenn da viele emotionale Prozesse zum Beispiel sind, dann brauche ich vielleicht mehr Nüsse, die ich sonst nicht essen will oder was weiß ich. Ja? Oder wenn ich bei meinen Eltern bin und dann wieder in alte Muster verfallen, wo ich schon weiß, dass sie mir nicht gut tun, aber es ist halt so, das ist sonst dort zu schwer. Und also bei mir persönlich, weiß nicht, wie es für dich ist. Ja, und ich habe gemerkt, ich möchte wirklich weicher werden damit. Und mich nicht an so Regeln klammern, sondern danach gucken, was mir gut tut. Genau, und ich glaube, es gibt viele Menschen, und wenn du auf diesem Kanal bist, kann ich mir vorstellen, dass du mir auch in manchen Punkten ähnlich bist und vielleicht geht es dir auch so, dass, ja, dass da zu viel kontrollieren wollen, zu viel Perfektionismus und zu viel Gesundheitswahn. Ne? Ich habe ja durch meinen Beruf als Heilpraktikerin habe ich einfach das Bedürfnis oder einen sehr hohen Anspruch an, wie gesund ich leben möchte, auf allen möglichen Bereichen. Ja? Sei es jetzt körperlich, geistig oder von der Ernährung her und so. Und
Da möchte ich aber nicht, dass mir das zu einer Falle wird. Ja. Ich meine, ich möchte ja das Leben auch genießen und feiern und nicht permanent darüber nachdenken, was ich esse, was ich mache, was ich nicht mache, sondern ich möchte gerne in diesen Flow reinkommen. Ja. Ich hatte auch schon mal so Zeiten bei der Ernährung, wo ich wirklich loslassen konnte und einfach das gemacht habe, worauf ich Lust hatte. Mir ging es dabei gut und ich habe mein Gewicht auch gehalten. Früher hatte ich halt immer Schiss, dass ich dann wieder zunehme, wenn ich jetzt die Zügel locker lasse. Und das einfach zu beobachten, dass da mein eigener Anspruch mir im Moment im Wege steht. Ja. Und deswegen übe ich gerade, mir zu erlauben, ich habe zum Beispiel heute Morgen was getrunken, ich habe vor 12 was gegessen und so Sachen, ja, und dann wirklich, ich habe das aber so gefühlt, ich wollte heute Morgen nicht mich mit dem Hunger auseinandersetzen oder irgendwie, ich hatte totalen Durst, ja, und dem dann auch einfach nachzugehen, ja. Also ich möchte dich auch ermutigen, zu milde, zu loslassen, auch wenn das sehr, sehr schwer ist. Und ja, diese Regeln auch mal zur Seite zu packen. Und ich merke, dass es auch darum geht, mir immer mehr zu vertrauen, dass ich auch ohne die Regeln gut für mich sorge. Einfach dadurch, dass ich im guten Kontakt mit mir bin, mit meinem Körper, ne? Am Anfang helfen einem diese Regeln, diese neuen Pfade, die, wo ich gemerkt habe, die tun mir gut, dass die weiter werden, dass die gewohnter werden. So, ne? Und jetzt bin ich da aber auf so einem Plateau und das dann auch zu genießen, da angekommen zu sein und die Zügel locker zu lassen. Ich weiß mittlerweile, ich habe es oft genug durchgemacht durch meine Jojo-Effekte bei der Ernährung, dass ich immer wieder zu dem zurückfinde, dass ich mir gutes Essen gebe, dass ich gut für meinen Körper sorge, jetzt so mit Sport, und dass ich gut für meine Seele sorge mit Meditation und die Menschen, mit denen ich mich umgebe. Ich finde es total spannend, mit dir darüber in Dialog zu treten, ob du das vielleicht selber kennst oder wie zufrieden du mit dir bist und wie das so mit dem Vertrauen in dich selbst ist. Ich lasse es mal an dieser Stelle. Gib mir gerne ein Feedback, deine Gedanken zu dem Thema, und hier erscheinen jetzt gleich noch 2 Videos, da kannst du vielleicht weiterschauen. Ansonsten freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und wir uns bald wiedersehen. Alles Liebe dir. Ciao.